Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video soll es mal wieder um praktische Apps für den Alltag gehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Starten möchte ich mit der ersten App, diese nennt sich Kaya und das Ganze ist ein digitaler Briefkasten. Und zwar kann man sich einen Account erstellen auf der Webseite, hat man das gemacht, dann bekommt man so eine spezifische Adresse und diese gibt man jetzt einfach an die Absender wieder, von der man die Post jetzt digital erhalten möchte. Es gibt zum einen eine App für das Smartphone, aber auch eine Webansicht, die Funktionen sind eigentlich die gleichen. Wenn man jetzt in der App ist, hat man direkt den Posteingang und hier sieht man jetzt die Post, die man jetzt erhalten hat. Wenn man Post bekommt, dann kriegt man auch immer direkt eine E-Mail, in der steht, ey, du hast Post, guck doch gerne mal vorbei. Die Post wird dann jetzt, wie gesagt, an die Adresse geschickt, wird da automatisiert, digitalisiert, das Ganze natürlich auch unter allen möglichen Datenschutzbestimmungen. Da könnt ihr gerne mal auf der Webseite schauen, wenn euch das weiter interessiert. Den Link dazu packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Ich habe mir jetzt hier einfach mal ein paar Skripte für Videos und eine Rechnung zugeschickt. Dazu kommen wir gleich nochmal. Da gibt es nämlich bei der Rechnung noch ein extrem praktisches Feature. Und zum einen haben wir hier eine ganz normale Ansicht. Ich kann jetzt mir den Brief anschauen. Unter Details kann ich jetzt noch wesentlich mehr Informationen dazu fügen, zum Beispiel weitere Text, damit ich das später besser finden kann oder den Absender bearbeiten kann, den Betreff und so weiter. Da kann man eigentlich alles mitmachen. Bei der Rechnung, finde ich, gibt es noch ein extrem praktisches Feature und zwar ist das die Pay Now-Funktion. Wenn ich jetzt also eine Rechnung bekommen habe, wo ich jetzt etwas bezahlen muss, kann ich das auch direkt über die App machen. Ich sehe jetzt also den Betrag, wie viel das ist und kann jetzt direkt über Pay Now das Ganze bezahlen. Finde ich extrem cool. Ich bin jetzt hier auf der Webansicht und hier habe ich jetzt im Prinzip natürlich dieselben Funktionen, die ich auch in der App habe. Ich muss sagen, mir gefällt das Konzept von Kaya persönlich wirklich sehr gut. Zum einen gefällt mir die Qualität, aber auch die Geschwindigkeit, in der das Ganze jetzt fertig verarbeitet war. Also es war jetzt im Prinzip vielleicht einen Tag länger, als wenn ich den Brief selbst bekommen habe. Und so habe ich jetzt einfach wesentlich weniger Papierkram zu Hause und kann einfach viel entspannter das Ganze nutzen. Ich habe eine deutlich bessere Ordnung meiner Briefe. Ich habe sie kategorisiert. Ich kann eigentlich immer von überall darauf zugreifen, auch von unterwegs. Ist wie gesagt extrem praktisch. Und wenn ich jetzt hier nochmal auf einen Brief raufgehe, habe ich unten noch ein paar weitere Funktionen. Ich kann es zur Ablage packen oder natürlich auch löschen oder herunterladen. Und man kann natürlich auch das Original anfordern. Also wenn ich jetzt irgendwie einen ganz wichtigen Brief von der Krankenkasse oder was weiß ich wovon bekomme, kann ich dementsprechend natürlich auch das Original-File dann anfordern. Es gibt verschiedene Möglichkeiten des Kontos. Ab 2,99 Euro geht es dann pro Monat los. Finde ich auf jeden Fall ein sehr angemessener Preis, denn man muss auch bedenken, was man dafür bekommt. Und es ist einfach, wie gesagt, deutlich übersichtlicher. Und so hat man eigentlich alles an einem Fleck, kann von überall darauf zugreifen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr auch ein Special-Angebot, da kriegt ihr das Ganze nämlich nochmal ein bisschen günstiger. Checkt das auf jeden Fall gerne mal aus oder schaut gerne mal auf der Webseite vorbei. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, mir persönlich hat es sehr gut gefallen. Die nächste App ist ein Spiel und nennt sich Train Conductor World. Das Spielprinzip gefällt mir persönlich auf jeden Fall sehr gut und man kann es gut unterwegs spielen. Und zwar haben wir jetzt verschiedene Gleisstrecken mit Zügen unterschiedlicher Farbe. Ziel des Spiels ist es, die Gleise so zu verbinden, dass der jeweils farbige Zug dann auf das richtige Gleis fährt. Am Anfang ist es noch relativ leicht, da die Züge noch relativ langsam fahren und noch nicht so viele Waggons haben. Später muss man dann vielleicht die Züge auch einfach mal anhalten, einfach per Tab. Dann halten die Züge an und man kann entspannt dann weiterarbeiten. Aber ich finde das Spielprinzip auf jeden Fall sehr gut. Es gibt auch verschiedene Bahnhöfe, die man dann mit der Zeit freischalten muss. Hierzu bekommt man dann verschiedene Gleisstücke. Die muss man dann so passend zusammensetzen, dass man den nächsten Bahnhof erreichen kann. Mir persönlich macht es auf jeden Fall wirklich sehr viel Spaß. Es ist zudem auch sehr abwechslungsreich gehalten, da man halt immer in verschiedenen Städten hier spielen kann. Und mit der Zeit hat man dann eigentlich auch ein ziemlich großes Streckennetz aufgebaut. Richtig gut gefallen hat mir, dass man jetzt hier nicht nach jedem Spiel direkt eine Werbung bekommt. Abwechslungsreicher Spielspaß ist auf jeden Fall garantiert, den Link wie gesagt unten in der Beschreibung. Kommen wir nun zur nächsten App und das Ganze ist eine produktivere App und zwar kann man da ganz einfach Dokumente scannen, aber nicht nur Dokumente, sondern auch Visitenkarten, das finde ich wiederum ganz praktisch und so könnte ich sie dann auch direkt in digitaler Form haben. Das Scannen der Visitenkarten funktioniert eigentlich auch relativ zuverlässig, manchmal kann es sein, dass nicht jede Art direkt übernommen wird, also nicht jede E-Mail-Adresse oder jede Telefonnummer direkt übernommen wird, das kann man aber auch alles manuell noch einstellen. Des Weiteren kann man hier aber auch ganz normale Dokumente einscannen.
Das Coole hierbei ist, es gibt eine OCR-Funktion, das heißt, der Text wird automatisch erkannt, man kann diesen bearbeiten, man kann diesen separat kopieren. Das finde ich wirklich extrem praktisch an der App. Es gibt eine kostenlose Variante, die nutze ich eigentlich, reicht eigentlich vollkommen aus, es sei denn, man möchte jetzt wirklich die ganzen Pro-Funktionen noch haben, da kann man jetzt auch wesentlich mehr drin bearbeiten oder auch suchen und so weiter. Aber ich muss sagen, die Standard-Variante reicht eigentlich vollkommen aus. Ganz praktisch, der Text lässt sich übrigens auch vorlesen lassen. Ihr merkt schon, man hat hier wirklich sehr viele Funktionen. Checkt das Ganze doch einfach gerne mal aus. Ich nutze die App persönlich auf jeden Fall sehr gerne und die Texterkennungsfunktion hat auch wirklich extrem gut funktioniert. Kommen wir dann auch schon zum letzten Spiel. Dieses nennt sich Hopboard und ist eigentlich auch extrem simpel gehalten. Man muss jetzt einfach nach links und nach rechts steuern, um den Ball auf die jeweiligen Plattformen dann zu befördern. Wenn man den Ball in der Mitte der Plattform dann aufkommen lässt, gibt es nochmal extra Punkte. Je weiter man kommt, desto mehr Punkte bekommt man dann natürlich auch im Endeffekt und man kann auch mehrere Sterne dann erreichen. Hat man alle drei Sterne erreicht, dann ist man sozusagen im Endlos-Mode und kann so lange weiterspielen, bis man halt irgendwo auf den Boden kommt. Mir persönlich hat es auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, ist ein extrem gutes Spiel für die Zugfahrt oder für die Busfahrt, wenn man mal ein bisschen Langeweile hat und jetzt nicht so ein mega kompliziertes Spiel haben möchte, sondern einfach so ein bisschen rumdaddeln möchte, dann ist das wirklich ein richtig gutes Spiel, finde ich. Auch das ist natürlich kostenlos und findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten sind wir jetzt auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Macht es gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.